Hey Leute, willkommen zum 500-Abo-Special. Erstmal riesen, riesen Dank für so viele Abonnenten. Das ist ein Wahnsinn, wie schnell das geht. Ich habe gerade alle eure Fragen ausgedruckt und vor mir liegen. Wir werden währenddessen einfach Live-Kämpfe machen, während ich beantworte. Damit es nicht so langweilig. Aber zuerst wollte ich endlich mal meine Legend-Rune ausrüsten. Das finde ich als Start richtig cool. Bam. Das hat am Ende Versengen. Ach, das ist halt richtig krass. Den freue ich mich schon sehr am TikTok. Und ja, dann fangen wir an. Ab in den Live-Kampf und gechillte Fragen beantworten. Das war die erste Frage. Welche Leute kennst du am längsten auf deinem Kanal? Ja, das sind natürlich meine Guildenmitglieder. Die habe ich in den meisten da kennengelernt. Vor allem Black Soldiana war die erste. War schon richtig cool. Wann ich mit Spells dann angefangen habe, ist beim Froschbuff, also es war so im Jänner, Anfang Mitte Jänner circa. Und ja, ich habe mich direkt am Anfang bei Congrat angemeldet. Weil ich ja nicht am Anfang, sondern 2 Wochen später circa, weil ich wollte unbedingt halt meinen Namen benennen. Auf welchen Level ich ein Pay-to-Win-Spieler wurde? Boah, das ist eine gute Frage. War ich da schon 10, 11, 12, so irgendwas? Das war schon recht früh eigentlich. Wo ich mich dazu entschieden habe, mal ein bisschen Geld in Kisten auszugeben. Also so circa, ja. Ich sag mal so, bei 12 war ich. Was haben wir denn noch alles? Wann hast du mit Spacen angefangen? Habe ich schon gesagt. So Anfang Mitte Jänner. Wie kam ich zu YouTube? Na, ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mal ein Video auf, so wie die Wehrhas noch richtig hart abgehen. Zuerst, das erste war sogar noch ohne Sprache. Das war halt dann aber doch zu langweilig. Dann habe ich mich doch entschieden, doch ich quatsch einfach mal. War am Anfang ein bisschen schüchtern, aber ja, scheiß drauf. Es macht jetzt immer mehr Spaß, mit euch zu quatschen. Und ja, also circa. Also deswegen habe ich angefangen. Ja. Ich wollte einfach mal ein Video machen, mit die Wehrhasen abgehen und dann, ja. Das kam recht gut an und es kamen schnell echt viele Abonnenten. Das ist schon krass. Schau noch. Habe ich Haustiere? Ja, ich habe Haustiere, aber lustigerweise keine Hasen. Ich habe 2 Katzen. Das sind die Sayuri und die Tokio. 2 Weibchen. Kleiner Rabauken nervt mich ja immer beim Video machen. Sonst sowas. Warum spiele ich keine Legend Aria mehr? Weil mir zurzeit einfach dieser Held besser gefällt mit dem Verhexen alle. Das macht einfach viel mehr Sinn in meinem Deck gerade. Mit den ganzen Blitzen und alles. Es haut einfach richtig hart rein. Was haben wir noch? Schon einige Fragen. Magst du Hasen? Ja, ich mag Hasen. Habe ich noch nie gegessen, aber ich mag sie ja. Was gibt's noch? Würdest du, wenn du nochmal eine mystische Karte auswählen könntest, eine andere als Solaron nehmen? Nee, ich mag Solaron schon sehr. Ich finde ihn richtig, richtig geil mit dem Schild. Auch wenn ich in letzter Zeit sehr wenig spiele, weil ich die anderen Karten bevorzuge gerade. Die schnelleren. Aber nein, ich finde Solaron noch immer für mich am geilsten. Wieso ich Solaron genommen habe, ist, ja, wegen seinem Schild alle. Ich wehre lieber den Schaden ab, als zu heilen. Weil Tote kannst nicht heilen. Ich mag auch seine Panzerung gerne. Die Legion ist auch echt geil. Ja, so sag. Seit wann spielst du das Beste? Ja, die Frage kam am öftesten. Was war dein Lieblings-BGE? Das war tatsächlich bis jetzt Seafolk. Seafolk fand ich am geilsten. Da konnte man richtig lange Verzögerungskarten spielen. Und ja, sie hatten einfach ein Schild und es passiert einfach nichts. Das war schon richtig geil. So richtig so drei, vier Verzögerungskarten am laufenden Band rausspielen, scheißegal. Das war richtig cool. Wie viel habe ich in Spellstone schon ausgegeben? Boah, das kann ich gar nicht sagen, aber ihr könnt es euch ausrechnen, weil man braucht gewiss viel, soll ich sagen. Man muss gewisse Euro ausgeben, um ein BVB, mein BVB, meine Fresse. Nochmal, man muss einen gewissen Betrag an Euro ausgeben, um ein VIP-Level aufzusteigen. Das kann man sich irgendwie ausrechnen. Habe zwar keinen Bock drauf. Es war aber schon einiges, aber ich bereue es auch nicht. Mir fehlt es nirgendwo. Ich habe das schon gern gemacht auch. Freust du dich, dass du eine Fangilde hast, die Killerhäschen? Ja, ich finde die ziemlich geil, vor allem der Namen. Finde ich richtig Hammer.
Kieler Häschen passen super zu den Wehrhasen. So, ja, ich feiere die Kieler Häschen. Wie alt bist du? Ich bin 28, auch wenn man es im Video nicht hört. Ich habe mich irgendwie so jung an wie 14. Ja, ich bin 28. Ich lebe in Graz, also in Österreich. Welch Wunder. Wie viel Geld ich ausgegeben habe, ja, das kennen wir schon. Woher habe ich das Geld, das ich ins Space schon stecke? Habe ich einen guten Lohn oder benutze ich eine App? Nö, also ich gehe ganz normal arbeiten, habe jetzt nicht übertrieben viel Geld. Aber ich gehe halt auch nicht jedes Wochenende saufen oder so. Also ich gebe mein Geld für das aus, worauf ich Lust habe. Und das ist nun mal zocken. Ich habe voll Bock immer. Ich spiele halt einfach gerne schon seit Kind an. Und ja, deswegen kann ich es mir auch leisten, hier mehr Geld auszugeben. Also es fehlt mir dann nirgendwo. Also ich habe jetzt keine spezielle App, die mir irgendwie Splitter generiert oder so ein Scheiß. Einfach nur ganz normal arbeiten. Hast du irgendwelche Ideen für die Zukunft, die deine Videos abwechslungsreicher machst? Ja, ich habe eine Idee zum Beispiel. Also wenn ihr darauf Bock habt, ich würde gerne so Top 10, Top 5 Videos machen. Meine Lieblingskarten, die stärksten Untotenkarten. Also immer meine Meinung. Die besten Epics Free-to-Play, die Epics Pay-to-Win und so weiter. Also so eine Top 10 Listen. Zwischendurch, wenn keine Events sind, dass man halt was zum... was richtig Cooles zum Ansehen haben. Also nicht irgendwelchen Lückenfüller oder so. Also ja, das kann man gut vorstellen. Kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so haltet von so Top 10, Top 5 Videos. Also immer meine Meinung halt. Würde mich sehr interessieren. Und was haben wir noch? Welchen Beruf hast du? Ich bin Haustechniker. Schwer zu beschreiben, was das genau ist. So, eigentlich rufe ich nur hauptsächlich Firmen an, wenn was kaputt ist. Nee, also ja. Einfach Haustechniker, so kleine Sachen reparieren in Tiefgaragen und in Gebäuden. So ein kleines Einkaufszentrum. Ja, ein bisschen was rumbasteln halt immer. Na, na, was haben wir noch? Baust du ein komplettes Drachendeck mit Ausnahme von Solarum? Weiß ich noch nicht. Also die Untoten darf man nicht unterschätzen. Ich finde die richtig geil. Also ich werde eher so 50-50 machen. Ne? Ich werde wahrscheinlich auch Azarel drin lassen und Valkyrie. Bin mir noch nicht sicher, aber Azarel bleibt auf jeden Fall drin mit dem Blitz alle. Azarel kann man immer spielen, der ist einfach geil. Wieso erwähnst... Was? Damit Satz. Wieso erwähnst du nichts, wenn der Spieletrankilde auf einem Plätzen bei den Wehrhasen der Nähe ist? Ja, hab ich jetzt eigentlich, weil, eigentlich macht Schilling das, ja. Spieletrank geht nur immer so, ne? Aber ich kann gerne auch immer alle deutschen Gilden erwähnen, welchen Platz die gerade haben und so weiter. Ich kann das schon gerne namentlich erwähnen. Nur dieses Grüße gehen raus, das werde ich nie benutzen, das ist nicht meins. Ich mag den Satz überhaupt nicht. Aber ja, ich kann gerne mehr auf die deutschen Gilden eingehen. Bei Vikings und so weiter ist es ja schon mehr gemischt mit Englisch und Deutsch. Was ich so mitgekriegt habe. Also ja, von dem her, die sehe ich jetzt dann nicht mehr als wirklich deutsche Gilden. Also eher jetzt nur mehr Spieletrend Elite, Spieletrend 1, Go, Wehrhasen, Immortal Romance und die Waffenlosen, Killerhäschen. Ich glaube, das war's noch nicht. Die sehe ich als deutschen Gilden noch und ja, die kann ich gerne erwähnen, wenn ich mal in der Rangliste sehe. Falls ihr auch in diesen Gilden seid, kann ich natürlich gerne erwähnen. Naja, das war mal die Frage. Lustig ist, die hauptsächliche Frage ist, wann ich angefangen habe, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Das ist auch lustig. Wollte ich noch sagen, warum gibt es keine Zweitgilde bei uns? Ja, einfach keinen Bock drauf, ne? Wir sind die Wehrhasen, wir bleiben alleine und fertig. Wir schaffen es auch. Und wir sind auch nicht in so einer, soll man sagen, so einer Community, so wie die DS-Gilden jetzt alle, oder wie die Dragon-Gilden, oder wie die Dire-Tide-Gilden, die mit Bipolar-Bears und so weiter zusammen sind. Also wir bleiben einfach nur alleine. Und ja, wollen damit die Top 10 rocken. Das werden wir auch sicher irgendwann schaffen, weil wir sehen in den Events immer sehr weit vorne. Übrigens, im Hintergrund ist kein Problem, ich verliere, ich konzentriere mich gerade überhaupt nicht aufs Spiel. Ich wollte irgendwas laufen lassen. Und das Beste passt am besten zu uns. Also ja, das, wir bleiben alleine. Wir ziehen das hart durch. Ich leite immer gerne die Mitglieder dann weiter an Immortal Romance, wenn bei uns kein Platz mehr ist, oder die Waffenlosen, wenn wir gerade voll sind. Ja, es ist mir so lieber irgendwie. Gefällt mir einfach mehr. Würde ich mal so sagen.
Ja, ich glaube, damit habe ich jetzt mal alle Fragen bald beantwortet. Das Spiel haben wir eh so gut wie verloren. Ja, haben es verloren sogar. Das war mal so ein kleines 500-Abo-Special. Echt riesen Dank nochmal. 500 ist so eine Menge. Auch die ganzen Klicks auf die Videos und so weiter. Es ist einfach nur Wahnsinn. Das freut mich echt sehr. Attack on Titan habt ihr wohl nicht so Bock, aber ist egal. Ich ziehe das voll durch. Ich finde es auch richtig geil. Ihr müsst euch nur ein bisschen damit befassen. Ich finde es richtig geil. Und vor allem jetzt dann Ende April, Anfang Mai, werde ich auf jeden Fall Little Nightmares Let's Playen. Aber natürlich ist immer Spellstone hier mein Haupt. Spielen und jetzt auch bleiben. Das sind die meisten ja auch hier. Also keine Angst. Und ja, wie gesagt, das war's jetzt mal mit dem Special. Die Legend-Rune bei Long wird richtig sicher geil werden. Versengen 8 ist schon hardcore. Also das brennt die Gegner einfach nur weg. Muss noch ein Level abgeben. Und dann geht die Party ab. Bei Sack 5 ist nämlich auch geil. Also mein Deck auch noch aufrüsten muss ich eher. Man seht ihr, wie krass die Karte ist, oder? 53 Leben mit der Rune. Und sieht man kein 4, der geht so hart ab. Also mein Deck, ja, das ist ganz was Eigenes. Ich freue mich auch schon sehr auf den Guild War um 19 Uhr. Werde natürlich auch ein Video machen um 19 Uhr dann direkt, so wie gestern. Und das dann schnell hochladen versuchen. Also freut euch schon mal da drauf. Attack on Titan Folge soll auch bald kommen und ja. Danke, danke, danke Leute, wirklich. Ich wünsche noch viel Spaß im Guild War. Haut rein und ja, ciao.